Hallo und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich super leckere, richtig leckere vegane Amarettini. Und die sind nicht nur vegan, sondern auch noch glutenfrei. Also das heißt für alle diejenigen, die an irgendwelchen Unverträglichkeiten leiden, das ist perfekt. Auch weniger Zucker enthalten, ihr kennt mich ja mittlerweile, also auch ein bisschen gesünder gestaltet. Die sind wirklich total einfach und noch mit einer Geheimzutat, das eigentlich als Abfallprodukt gilt, aber das seht ihr dann gleich. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und das ist diese außergewöhnliche Zutat, und zwar ist es Kichererbsenwasser. Also praktisch, wenn ich die Kichererbsen verwende und das Wasser, das in der Dose drin ist, ist ja eigentlich ein Abfallprodukt. Viele würden das sicherlich entsorgen, aber ich hebe es immer auf und lagere es so im Kühlschrank oder man könnte es auch einfrieren. Dann hebt das Ganze noch länger. Und das ist der vegane Eischnee und der nennt sich Aquafaba. Und der ist perfekt für Desserts oder eben überall, wo Eischnee zum Einsatz kommt, kann man dann dieses Kichererbsenwasser benutzen oder auch gerne Bohnenwasser, also von anderen Bohnen, funktioniert auch super. Und für alle, die sich eben vegan ernähren, ist das eine super Alternative oder natürlich auch für diejenigen, die keine Eier vertragen. Neben dem Aquafaba braucht ihr natürlich noch weitere Zutaten und das sind folgende. Und zwar habe ich hier einmal Kokosblütenzucker. Da könnt ihr gerne auch einen anderen Zucker verwenden. Das schreibe ich euch dann auch auf meinem Blog auf. Dann brauchen wir ein bisschen Kakaopulver. Ich habe hier ganz normalen Backkakao ohne Zucker. Dann gebe ich ein bisschen Tonkabohne hinzu als Gewürz. Das Ganze hat dann einen mandeligen Geschmack und schmeckt richtig lecker. Alternativ könntet ihr zum Beispiel auch Zimt hinzugeben oder auch Vanille. Dann habe ich hier Speisestärke, also Maisena. Und dann habe ich hier noch gemahlene Haselnüsse, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch gemahlene Mandeln verwenden, was ihr gerade da habt oder was euch besser schmeckt. Jetzt kommt das Aquafaba in meine Küchenmaschine und wenn das Aquafaba kalt ist, dann geht das Ganze noch ein bisschen schneller. Wenn ihr keine Küchenmaschine habt, dann macht ihr das ganz normal mit dem Handmixer. Wenn das Aquafaba jetzt ein bisschen steif geschlagen ist, dann gebe ich nach und nach den Zucker hinzu, lasse ihn ein bisschen einrieseln und gebe auch nach und nach die Speisestärke hinzu. Als nächstes kommt ein bisschen Tonkabohne hinzu, dann habe ich noch einen Esslöffel geschmolzenes Kokosöl, das habe ich vorher vergessen bei den Zutaten aufzuzählen und dann noch ein bisschen Kakaopulver. Jetzt kommen die Amarettini in den Backofen, und zwar in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft für ca. 7 bis 10 Minuten. Da müsst ihr ein bisschen schauen und am besten auf die oberste Stufe, damit es da auch wirklich schön austrocknen kann, die Oberfläche von den Amarettini und dann natürlich auch der Boden. Und sobald sich die Amarettini gut lösen lassen vom Backpapier, dann sind sie fertig, dann rausnehmen und auskühlen lassen. Und innen, ganz wichtig, müssen sie noch feucht sein. Und so sehen jetzt die fertigen Amarettini aus. Die sind total lecker, innen richtig schön feucht und richtig schön weich. Also das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und ihr habt gesehen, es geht auch wirklich ruckzuck und total genial mit dem Aquafaba, dass es ja eigentlich ein Abfallprodukt ist und wir das trotzdem noch weiter verwenden können. Finde ich eine richtig, richtig gute Sache. Jetzt, wer möchte, kann das Ganze natürlich auch noch verzieren, zum Beispiel mit ein bisschen Kokosmehl bestäuben. Das zieht nämlich nicht ein und ist ja auch kein Zucker, aber sieht ganz schön aus, als hätte es geschneit sozusagen. Ja, müsst ihr mal ausprobieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr es ausprobiert. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ihr mir Kommentare schickt auf meinem Blog oder hier auf YouTube oder wenn ihr mir natürlich Nachrichten schreibt auf Instagram oder mir dort auch ein Foto schickt. Und das geht am besten über den Hashtag Frau Janik. Dann kann ich die Fotos nämlich sehen und das freut mich jedes Mal riesig, riesig. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich freue mich schon, die Kekse jetzt aufzuessen, zu verschenken und Meinungen einzuholen, wie es den Leuten schmeckt. Ich hoffe, ich konnte euch motivieren, das auszuprobieren. Probiert's aus, denn es ist wirklich genial. So, und ich verabschiede mich jetzt für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.